Dass du zu leben hast, kannst du dir nicht aussuchen. Wie du zu leben hast, schon. Du befindest dich in einem Wettkampf zwischen dir selbst und deinem Spiegelbild. Auch deine Vergangenheit wird dich wie dein eigener Schatten Schritt für Schritt begleiten. Dennoch ist sie vergänglich. Nur die Erinnerung ist das, was bleibt. Du musst dich von allem freimachen und nach vorne schauen. Auf deinem Weg nach vorn werden Dinge geschehen, die dich prägen werden. Und das bis zum Ende deines Lebens. Der 28. März 1999. Das Warten hat sich gelohnt. Endlich. Endlich ist das Wunder wahr geworden. Unbeschreibliches Gefühl. Der AB von Andrea Malis. Ich bin zurzeit nicht da. Aber hinterlassen Sie mir doch bitte eine Nachricht nach dem Signalton. Hey Andrea. Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Hallo. Hallo Ali. Andrea Malis. Sie hat unfassbar viel für uns gemacht, damit wir hier sind. Und es war schön, sie endlich kennenzulernen. Es war auch schön zu sehen, wie mein Vater von der ersten Sekunde an dafür sorgte, dass ich hier im fremden Deutschland vorankomme. Und da sollte Andrea nicht ganz unbeteiligt bleiben. Am Ende. Immer wenn ich mit dem Auto am Friedhof vorbeifahre, habe ich Gänsehaut. Schritt für Schritt ging es voran. Und ich hatte mir ein Ziel gesetzt. Ja, ich möchte Ihnen den neuen Schüler vorstellen, den Dariush. Er kommt aus dem Iran und will ab heute den Unterricht hier in eurer Klasse besuchen. Ich hoffe, ihr werdet ihn ganz herzlich aufnehmen und ich hoffe, du wirst dich hier in der Klasse ganz wohlfühlen, Dariush. Im Positiven, 1, 2, 3, 4, ganz ähnlich. Ich wollte es. Dariush eben, dass es vorgezählt hat und genauso geht es aber auch. Ich wollte es unbedingt. Der nächste wichtige Schritt war der Privatkurs.
der war verdammt wichtig für meine Entwicklung. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Eltesam. Eltesam, und du bist? Darius. Sehr schön, kommen Sie rein. Marlies hat mir erzählt, dass Sie schon länger in Deutschland sind und er seit einem Monat, ist das richtig? Ja, richtig. Ich bin schon. Nee, nicht O, sondern O, so. Ich war froh, wieder einen kleinen Schritt vorangekommen zu sein. Nacht. Sehr gut. Weicht zurück. Gut. Und warum habe ich jetzt hier gesagt, schreib's nochmal schön? Licht. Sehr gut. Weite letzte Zeile alleine. Sonn. Sehr gut. Miteinander klar? Oder gibt es Probleme? Farid, spielt ihr nachmittags zusammen? Ist wirklich alles gut? Also wenn irgendwas ist, dann musst du mir das schon sagen. Dann kommst du zu mir, ne? Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich Zeitung austragen war. Der Job gefiel mir ganz gut und ich konnte damit ein wenig mein Taschengeld aufstocken. Aber an diesem Tag sollte alles anders laufen. Und das nicht zu meinen Gunsten. Das war das Schlimmste, was so einem wie mir zu diesem Zeitpunkt passieren konnte. Ja, was macht dieser scheiß Ausländer in unserem Viertel, Alter? Hey, du scheiß Kanake, dreh dich mal um! Als ob ich jemand anders wär. Das Blut und der Schweiß schmecken bitter wie die Wahrheit. Ich kann nicht mehr. Frag mich mal, ob diese Tränen lügen. Ich bin geschwächt von den Enttäuschungen des Lebens. Ich bin lebensmüde, doch ich will gerne leben. Komm aus einem Land, wo Krieger nur in die Knie gehen, um mich schwer zu heben. Ich trenne mich gern von jedem. Die Fäuste bleiben bei mir. Gleichgesinnte sind wie Brüder.
Wunder, doch keiner ist hier. Also lass mich nicht werd einfach verrückt. Ich will fliegen wie ein Adler in die Heimat zurück. Greifen nach Glück, es verbleibt sich ein Traum. Lass mich fallen in die Arme meiner Brüder, aber keiner fängt mich auf. Ich will nur Ruhe und Frieden, aber andererseits wische ich mir das Blut von der Lippe, ich bin kampfbereit. Hoffnung am Horizont, ich schau in das Licht hinein. Weg von hier direkt zu dir, nur ich bin mein. Mein Sohn, ich glaube, ich habe meinen Teil für dich getan. Ich habe dich hier nach Deutschland gebracht, damit du an meine Seite groß wirst. Meine Zeit ist abgelaufen. Du weißt gar nicht, wie viel ich durchgemacht habe, dich dann nach 4 Jahren endlich zu mir zu holen. Und deine Mutter? Sie hat dich mit aller ihrer Energie allein großgezogen. Jetzt erhoffen wir uns natürlich, dass du was aus deinem Leben machst. Wir bereiteten uns alle auf den großen Tag vor. Der Tag, auf den ich knapp 2 Jahre lang hingearbeitet hatte. Meine Eltern waren stolz. Ja, sie waren stolz, dass der Weg, der nie einfach zu sein schien, doch seinen Höhepunkt finden konnte. Dass ich ihnen das zurückgeben konnte, was sie für mich getan hatten, machte mich wiederum stolz. Hallo, guten Tag. Hallo, Herr Erbesam. Ja, ich bin Dirk Schindler von der Märkischen Zeitung. Dankeschön. Hallo, Frau Erbesam. Hallo, wie Sie? Darius hatte ganz andere Voraussetzungen als ihr. Er musste ohne Deutschkenntnisse hier anfangen und das hat er wirklich hervorragend gemeistert. Ihr habt es in der letzten Zeit gesehen, er kann schon völlig gut im Unterricht sich beteiligen, ist überall dabei. Und es gibt in diesem Jahr einen großen Empfang beim Bürgermeister. Ich habe gehört, du sprichst schon ganz gut Deutsch. Ja, das stimmt. Wie lange bist du eigentlich schon in Deutschland jetzt? 1 Jahr und 9 Monate. Der Bürgermeister empfängt jedes Jahr Leute, die sich besonders hervortun und auch sich besonders fähig erweisen, in unserer Gesellschaft mitzumachen. Das heißt, ihr fühlt euch auf jeden Fall wohl hier, ne? Ja, ja. Und du hast jetzt Ferien, ne? Ja, aber Schule ist genauso gut. Ja? Machst du die Schule auch? Darius, du bist eingeladen vom Bürgermeister, weil du so toll Deutsch gelernt hast und wirklich dich hier mit deinen Leistungen und mit deinem Ehrgeiz ganz, ganz toll gezeigt hast. Du hast dich in die Klasse wunderbar integriert und deswegen wirst du beim Bürgermeisterempfang dabei sein. Prima, ich gratuliere dir. Doctor.
zweifeln und es eigentlich auch. Nur ein Schritt viel zu weit, doch die Beine sind taub. Ich schreis heraus, es tut mir leid. Bin dankbar für die ersten Jahre meines Lebens, wunderschön, gute Zeit. Daraufhin wurde ich öfters verrückt. Wir kamen rüber für ein Land voller Hoffnung und Glück. Die ersten Tage besonders, es waren trockene Tage. Weder ausgestreckte Hände noch mal offene Arme. Doch ich war jung und kämpferisch. Der ungebändigte Willen, sich durchzusetzen, er blieb unveränderlich. Kopf durch die Wand, ich war gern überheblich. Ihr seid zwar nicht mehr da, doch im Herzen verewigt. Würdet ihr mich heute sehen, ihr werdet unendlich enttäuscht. Die einzige Lösung wäre der letzte Gang zu euch. Hoffnung am Horizont, ich schau in das Licht hinein. Weg von ihr direkt zu dir, nur ich bin mein. Der AB von Andrea Malis. Ich bin zurzeit nicht da, aber hinterlassen Sie mir doch bitte eine Nachricht nach dem Signalton. Hey Andrea, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Es tut mir leid. Ich bin total außer mir. Ich versuche Abstand zu nehmen, aber ich kann nicht mehr. Ich vermisse sie. Ich habe sie jeden Tag vor mir, jeden verdammten Tag. Ich habe keinen Schlaf mehr. Ich bin total am Ende. Immer wenn ich mit dem Auto am Friedhof vorbeifahre, habe ich Gänsehaut. Ich traue mich nicht mal, einen Fuß da reinzusetzen. Ich weiß, sie sind bestimmt enttäuscht von mir. Ich wünschte, sie könnten sehen, dass es mir gut geht. Dass ich denen sagen kann, hey, die lange Reise hat sich gelohnt. Es lief alles nach Plan, bis auf... Oder war das der Plan? Hat Gott das wirklich so gewollt? Ich hoffe nur, irgendwann wage ich den Schritt. Den Schritt dahin, wo sie jetzt wohnen. Du dir nicht aussuchen. Wie du zu leben hast, schon. Du befindest dich in einem Wettkampf zwischen dir selbst und deinem Spiegelbild. Auch deine Vergangenheit wird dich wie dein eigener Schatten Schritt für Schritt begleiten. Dennoch ist sie vergänglich. Nur die Erinnerung ist das, was bleibt. Du musst dich von allem frei machen und nach vorne schauen. Auf deinem Weg nach vorn werden Dinge geschehen, die dich prägen werden. Und das bis zum Ende deines Lebens. Du bist dein Leben.